Eriks YouTube-Kanal mit dem Reinigungsmittel Powerbrief Kochtopf von eingebranntem Reis lösen. Moin Leute, halli, hallö, hallöchen, ich bin's wieder, euer Erik, natürlich von Erik YouTube-Kanal. Jetzt kommen wir zu der Rubrik, die ich ja eigentlich einstellen wollte, Reinigungsmittel. Und aber da ja zwei Leute wirklich nett gefragt haben und anschließend gab's auch nochmal zweimal Daumen hoch, habe ich gesagt, das muss ich auf jeden Fall berücksichtigen. Ja, was habe ich heute Mittag gemacht? Schön Reis gekocht und schön auch gegessen. Und unten am Boden ist unten was hängen geblieben und das ist dann so schön festgebrannt. Und dazu kommen wir aber gleich. Und ich benutze schon seit mehreren Jahren, und zwar hier von Henkel, Powerbrief für eingebranntes und für fettiges. Und ich muss ehrlich sagen, es ist ein hervorragendes Reinigungsmittel. Auch zum Beispiel für Fußboden benutze ich General. Und bin wirklich sehr, sehr gut damit zufrieden. Das ist die erste Generation, soweit wie ich das weiß. Ich habe sogar noch eine Flasche da, so sahen sie mal damals aus. Das sind die neuen Flaschen, vor allem schön in der Hand zu haben, hier oben festzuhalten. Dann hat man hier den Hebel und dann kann man eben halt das da draufhalten und schön einsprühen. Und wie jetzt in meinem Fall habe ich das Ganze dann 10 Minuten wirken lassen. Und den Kochtopf, den gucken wir uns jetzt gemeinsam an. So, liebe Leute, heute gab es zum leckeren Mittagessen Reis. Da sehen wir hier vorne den Kochtopf, der etwas angebrannt ist und eine leckere Hackfleischsoße dazu. Und ihr wolltet ja gerne ein Reinigungsvideo haben und sehen und habt mir so gedacht, Mensch, das ist jetzt die Gelegenheit. Wenn wir uns den Kochtopf jetzt hier mal so ein bisschen angucken, dann sehen wir, dass es, wie gesagt, fest ist. Ich kratze auch mal extra, dass man nicht sagt, hier, das war locker oder so, es ist wirklich unten mit dran, aber ist ja kein Problem. Und jetzt bei Fett oder eben halt auch bei angebrannten, erstmal tun wir ganz einfach das Leitungswasser mit rein, einfach mal reinlaufen lassen, so, und muss ich hier einmal umdrehen, dass es auch aufgeht. Hier sieht man oben on, also jetzt können wir das hier schön an der Seite machen. Den Löffel auch ein bisschen mit sauber machen. Ich lasse das jetzt einwirken, dann gehe ich gleich in die Küche, wasche das einmal mit aus, und zwar hier mit diesem gelben Schwamm. Hier steht zwar drauf, dass man das nicht machen soll, aber ich benutze ihn trotzdem. Und dann zeige ich euch gleich mal das Ergebnis, wie das Ganze dann aussieht. So, jetzt noch mal ein ganz kurzes Zwischenvideo. Ich habe ungefähr so 5 Minuten einwirken lassen und habe noch zusätzlich als Hilfe hier so einen Teelöffel genommen. Aber, wie gesagt, durch Hilfe des guten, wirklich guten Fettlösers habe ich wirklich dann hervorragend hier mit dem Teelöffel das Ganze lösen können, wie wir es hier sehen. Und dann mache ich den gleich, sprühe ich den nochmal einmal hier ein mit dem Brief, dann nochmal mit den Lappen und dann zeige ich euch gleich das Endergebnis. So, nachdem ich jetzt in der Küche war und habe das Ganze einmal, wie gesagt, rausgenommen und dann nochmal mit Brief ein bisschen eingesprüht, dann den Schwamm genommen, richtig schön hin und her geputzt, dann mit klarem Wasser hinterher. Ich muss eins jetzt dazu sagen, es ist gemacht worden mit kaltem Wasser und das funktioniert wirklich tatsächlich. Hier ist also wirklich der Beweis und ich benutze es, wie gesagt, schon seit sehr langem und bin total begeistert davon. So, wie gesagt, also stelle ich es auch noch mal rein, schön zu sehen. Was brauchen wir also, wie gesagt, Brief brauchen wir, Wasser brauchen wir, einen Schwamm brauchen wir, ein bisschen Einwirkungszeit, Teelöffel, wenn das unten ist, eben noch mal, wie gesagt, ein bisschen so auch noch mal rauskratzen, ja, klaren Wasser nachspülen, Handtuch nehmen, abtrocknen und gut ist. Soweit mein Video zum Bereich von eingebrannten, beziehungsweise auch wenn jetzt was mit fettigen wäre, mit Brief von Henkel. Ja, somit kommen wir jetzt zum Ende vom Video. Erste Generation und zweite Generation. Sage Dankeschön, bleibt mir treu. Wir sehen uns wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle. Also Daumen hoch. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das da unten, wo das hier steht, abonnieren. Ich freue mich wirklich drüber. Und bis zum nächsten Mal, euer Erik von Eriks YouTube-Kanal.